Ich habe denen einfach nur noch gesagt, spult die Bänder zurück, die ihr habt. Da hat sich nichts dran geändert. Ich war nicht in der Vergangenheit und habe irgendwas dran geändert, sondern ihr könnt einfach die Bänder sehen, die ihr habt. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Hat dir das dein Anwalt empfohlen? Mein Anwalt? Der kam da bestimmt irgendwann mal. Ich war mein eigener Anwalt. Es gab einen Amerikaner, der sich als Anwalt dargestellt hat, drei, vier Jahre später. Ich wusste nicht, ob er ein Anwalt ist oder nicht. Er hat mich innerhalb der letzten 2 Jahre 2 oder 3 Mal besuchen dürfen. Und er war auch Amerikaner. Er meinte, dass er mein Anwalt sei und mir helfen möchte. Ich habe gesagt, ich akzeptiere dich nur als Anwalt, wenn du mir Kaffee bringst. Dann kam er am nächsten Tag mit 2 großen Bechern von McDonald's. Da habe ich ihn gefragt, woher hast du die? Meinte er, hier, ein paar hundert Meter weiter gibt es da McDonald's. Da wurde mir klar, dass wir hinter McDonald's gefoltert werden und vielleicht muss ich McDonald's auch noch anklagen, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich dagegen was machen. Da hättest du einfach nur den Kaffee über dein Bein schütten müssen und dann sagen, hier, ich will 500 Millionen Dollar. Nee, dafür war mir der Kaffee so wertvoll. Das ist das erste Kaffee, was ich nach mehreren Jahren überhaupt trinken durfte. Das war mir so wertvoll dafür. Habe ich ausgetrunken. Ja, und Scheiß, gab es jetzt irgendwann mal wirklich einen Anwalt? Oder das war echt, was ich jetzt höre. Das ist kein Witz. So war das. Ja, aber ist irgendwann mal irgendwer auch von Familie ein wirklicher Anwalt aus Deutschland zu dir gekommen? Durfte? Nein. Ja, also aus Deutschland auf jeden Fall nicht. Konntest du Briefe schreiben oder in der Öffentlichkeit auch nicht? Ich habe ein paar Mal versucht, Briefe zu schreiben. Dann gab es natürlich dafür am selben Abend noch Befragung, warum hast du dies geschrieben, warum hast du das gemacht, dann wurde man dafür bestraft und macht einfach keinen Sinn. In den ersten paar Jahren habe ich versucht, Briefe zu schreiben. Hättest du Postkarten schicken können, so, hey Mama. Das waren sowieso nur Postkarten, also Postkarten, mit Briefen meinte ich Postkarten, so 2, 3 Sätze nur von Red Cross, das Rote Kreuz hier. Ich bin am Leben, mir geht's gut und so. Macht euch keine Sorgen. Genau. Hast du dir irgendwann Sorgen gemacht, dass du nicht mehr rauskommst? Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich auch einer der Nächsten sein kann, der da bei drauf geht. Ich meine, unter Folter sind viele Menschen gestorben und ich könnte jederzeit auch der Nächste sein. Damit habe ich schon gerechnet. Warum bist du nicht gestorben? Oder? Also ich habe es eingesehen, sage ich mal so. Warum bin ich nicht gestorben? Weil meine Zeit noch nicht gekommen war. Den anderen schon oder haben die anderen einfach Hater gefolgt? Jeder hat so seine Zeit. Den einen erwischt einen Wagen, der andere kriegt einen Herzinfarkt, der andere trinkt zu viel und was weiß ich oder schluckt Drogen. Und dann gibt es Leute, die unter Folter ihr Leben lassen für irgendwas. Und meine Zeit war noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, woran ich sterben werde, aber es war bis jetzt noch nicht der Folter. Kam irgendwann mal deutsche Behörden oder so weiter zu, die anderen haben gesagt so, hey Murat, hier geht was. Hast du irgendwann mal mit Deutschen geredet? Also als Frank-Walter Steinmeier den Angebot hatte, mich da rausholen zu können. Der hat ein Angebot bekommen? Ja, vom Geheimdienst aus. Er hat diesen Angebot gehabt und er hat gesagt, nee, will ich nicht. Aber zur selben Zeit hat er ein Expertenteam rübergeschickt nach Guantanamo, was er nicht hätte machen dürfen, weil man in einem Foltercamp Menschen nicht verhören darf. Aber hat er gemacht, hat er auch geheim gehalten von der Öffentlichkeit, auch von meiner Familie. Die haben mich verhört 3 Tage lang. Die haben sogar Fangfragen gestellt, wo ich nur Ja und Nein beantworten durfte und nicht überlegen durfte, einfach sofort antworten, indem sie halt gefragt haben, mögen Sie Milch, sind Sie ein Terrorist, sind Sie ein Mitglied bei der Al-Qaida, haben Sie weiße Schuhe oder schwarze Schuhe gehabt? Und also, ja, nein, ja. Ja, genau, so ein halt Kinderspielen, so, aber was ziemlich ernst ist. Und selbst das hat nicht geklappt und die sind zum Schluss gekommen, dass ich unschuldig sei und keine Gefahr für Deutschland und weder für Israel. Und das haben die auch so weitergeleitet. Haben sie sich mitgenommen? Nee, die haben das so weitergeleitet und nach diesem Bericht an Frank-Walter Steinmeier hat das trotzdem nichts gebracht. Er meinte, er soll weiter dort bleiben. So nach dem Motto, wir haben sowieso genug Türken in Deutschland und er kann ruhig dort bleiben, so in der Art. Meinst du, dass er was persönlich gegen dich hatte oder was? Ich weiß nicht, ob er was gegen Ausländer hat oder nicht, das weiß ich nicht. Oder ob er was Persönliches gegen mich hat, keine Ahnung. Hast du mal gefragt? Nee, würde ich auch nicht machen.
War Steinmeier damals Außenminister? Was hat er damals gemacht? Jetzt ist er Außenminister. Aber was war er damals? Was war er damals? Ich glaube, irgendwas unter Schröder, ne? Hier Bundeskanzlerchef. Ja, irgendwas mit Schröder da, ja, genau. Kanzleramtschef, das war's. Genau, das war's. Und der hat gesagt, nee, den lassen wir mal da. Den lassen wir in der Karibik. Genau. Wer hat denn irgendwann gesagt, du kommst jetzt mal zurück aus der Karibik? Von meinem Anwalt, von dem ich nie gewusst habe, Bernhard Docke in Deutschland, den ich auch erst nach meiner Entlassung kennengelernt habe. Meine Mutter hat ihn kontaktiert, er hat einen Brief an Angela Merkel geschrieben und Angela Merkel hat dann halt sich mit George Bush getroffen und die waren der Meinung, dass man das öffentlich machen sollte, dass sie ihn in der Öffentlichkeit danach fragen sollte. Die wollten mich ja eh seit 4,5 Jahren loswerden und dass man das politisch auch irgendwie gut ausnutzen könnte, wäre wahrscheinlich gut positiv für irgendwelche Wahlen und so. Dann hat sie das halt öffentlich gemacht, ich möchte Murat Kurnaz zurück nach Deutschland und dann hat er gesagt, ja okay, das machen wir. Und dann durfte ich irgendwann wieder nach Hause. Und hast du irgendwann Angie getroffen? Nee, habe ich nicht, nein. Ich habe ihren Dank zugeschickt mit meinem Anwalt. Er hat sie persönlich getroffen irgendwo mal, aber ich habe sie nicht. Ich war nicht dabei.